Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten aus und willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction bei Movie Check. Dieses Mal geht es um den inzwischen dritten oder vierten Trailer zu Die Eiskönigin 2. Ich meine, abgesehen davon, dass es wie gesagt schon drei oder vier andere Trailer gibt, wurde Die Eiskönigin 2 ja auch schon in Zoomania angeteased, einem Film auch von den Disney Animation Studios aus dem Jahr 2016. Nun also Trailer Nummer 4 und ich bin gespannt, weil dieser Film ist ja was Besonderes. Er hat ein meiner Ansicht nach elementares Alleinstellungsmerkmal zu allen anderen Animationsfilmen aus dem Hause Disney. Er ist der letzte Animationsfilm der 2010er Jahre, nicht wahr? 2019 neigt sich dem Ende zu und am 28. November 2019 kommt halt Die Eiskönigin 2 in die Kinos und bildet damit, zumindest was Walt Disney Animation Studios anbelangt, das Schlusslicht sozusagen der 2010er Jahre und dementsprechend vielleicht auch hier deswegen so ein Marketing-Pulver-Fass-Bams-Trailer-Orgie. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Vier Trailer finde ich total hanebüchend. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieser neue Trailer uns denn noch an Material liefert. Ich bin gespannt, aber auch jetzt inzwischen schon ein bisschen skeptisch. Weil drei bzw. vier Trailer, das ist meiner Ansicht nach einfach zu viel. Gucken wir uns an. Play. Du bist der nächste Olaf. Einhorn, Teekanne, Elsa. Olaf bekommt eine neue Regel, kein Verwandeln. Aber egal, ein Kinderspiel. Oh, abgelenkt. Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Psychiater, Psychiater. Rauf zu den Klippen! Ich fliege weg! Hey. Das Königreich ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antworten. Geh nach Norden. Durchquere den verzauberten Wald. Hinein ins Unbekannte. Wir machen das gemeinsam, ja? Seid vorsichtig. Die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. Ich mag Olaf. Das ist normal. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Olaf. Oh, entschuldigt. Ich finde Kleidung beklemmend. Irgendjemand ruft uns. Wer ist es? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen. Und sie sind riesig. Versuch nicht zu schreien. Magie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Das sieht richtig gut aus. Wenn jemand Arendelle retten kann, dann du. Die Eiskönigin 2. Wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird? Oh, nee, nicht ablecken. Du weißt nicht, wo ich gerade reingelatscht bin. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe es bei dem letzten Trailer zu Die Eiskönigin 2 schon gesagt. Also Olaf ist einfach mein totaler Favorite Character. Und HP, also Harpe Kerkeling, der Beste, der diesen Charakter auch schon im ersten Teil hätte synchronisieren können. Finde ich richtig klasse, finde ich richtig gut. Aber nevertheless, wir wissen immer noch nicht wesentlich mehr. Wir haben hier ein paar neue Gags schon eingestreut bekommen. Wir haben aber so gesehen noch nicht wirklich viel mehr Input. Man kriegt allerdings tatsächlich schon so hier an sich schon wirklich mit der blanken Flosse es quasi ja schon auf die Retina gepresst, wohin die Reise gehen soll. Es ist eine Art von Selbstfindung und diese geheimnisvolle Stimme, die Elsa hört, kann alles sein oder eben auch nichts. Es kann eine Verbindung zu ihren Eltern sein oder eben auch etwas Dunkles, etwas Böses, was sie halt in die Magie hineinziehen will und sie dazu bringen möchte, diese Magie zu missbrauchen. Also diese potenziellen Handlungsstränge schweben mir jetzt nach diesem vierten Trailer inzwischen im Kopf rum und wundern würde es mich nicht wahr? Weil Elsa unfreiwillig natürlich auch im ersten Teil
naja, schon eigentlich ein bisschen böse erschien, aber dann sich ja zum Guten gewandelt hat, wobei sie eigentlich nie böse war, sondern eher so ein trauriger Charakter, der einfach alleine sein wollte, weil er Angst hatte, andere zu verletzen und dabei eben Menschen und Freunde verletzt hat. Dementsprechend diese Entwicklung nun in Die Eiskönigin 2, bin ich gespannt, wie die aufgegriffen wird. Und ja, alles andere wird sich halt zeigen, nicht wahr? Weil dieser Trailer ist eigentlich unnötig gewesen, wenn ihr mich fragt. Ne? Der hat wieder ein paar Gags vorweggenommen, Gags, die richtig gut waren. Allen voran diese Szene mit Olaf feiere ich abgöttisch. Und ich bin auch gespannt, inwieweit dieser Musical-Charakter tatsächlich auch in Die Eiskönigin 2 wieder ein Thema sein wird. Weil das meiner Ansicht nach die große Stärke des ersten Teils war. Die hatte die gleiche Emotionalität wie Der König der Löwen, zumindest wie der erste Teil. Gleichzeitig aber auch mit dieser Musical-Komponente etwas, was diesen ganzen Film magisch gemacht hat. Der hatte so ein bisschen dann erinnert so an Pocahontas beispielsweise. Also das finde ich richtig, richtig gut. Das finde ich auch richtig gelungen. Und ich hoffe, dass der zweite Teil daran anschließen kann, darauf aufbauen kann, um dieses Franchise am Ende des Tages halt nicht nur zu verwalten, sondern tatsächlich auch weiterzuentwickeln. Und wenn dieser Film tatsächlich genau das schafft, dann könnte ich mich tatsächlich auch damit anfreunden, einen dritten Teil in 2 Jahren zum Beispiel auch dann zu sehen und zu erwarten auf jeden Fall. Aber das steht bis dato noch in den Sternen. Wir warten jetzt erst einmal ab, was für eine Stimme Elsa hört und dann gucken wir weiter. Am 28. November 2019 erscheint der Film und ich werde mir auf jeden Fall anschauen, nicht zuletzt deswegen, weil ich auch wissen möchte, ob meine Kleine den auch irgendwann gucken darf oder nicht. Den Satz könnt ihr ja nicht streichen. Anna und Elsa, das ist König der Löwen wie damals für mich gewesen. Also dementsprechend natürlich wird der es gucken dürfen, also um Gottes Willen. Außer der Film ist einfach nur mega schlecht, aber das glaube ich nicht. Visuell zumindest hat der mir jetzt schon imponiert, dieser Trailer. Einzig und allein auch schon mit dieser Szene, wo die da in der Kutsche sitzen und dann so an dem Berghang entlang fahren. Also visuell sehr, sehr beeindruckend. Walt Disney Animation Group hat da auf jeden Fall einiges wieder geleistet und darauf kann man stolz sein. Das war's von mir. Ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben für den Trailer. Wenn euch das Video da rundherum auch gefallen hat, dann auch gerne dafür nochmal nicht einen extra Daumen nach oben geben, weil zumindest die Entscheidung, ob man einen Daumen nach oben gibt oder nicht, dann vielleicht in Richtung das Daumen nach oben bewegen. Das finde ich cool. Ansonsten hier unten gerne abonnieren, natürlich auf jeden Fall. Und meine Social Media Kanäle findet ihr hier auch. Und jetzt ist, glaube ich, sind hier überall Katzenhaare. Ich werde wahnsinnig. Auf jeden Fall war es das von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.